Molla Demirel hat einen Bruder im Geiste, mit dem er gemeinsam vor 37 Jahren eine wunderbare Sozial-, Kultur-, Kunst- und Medienplattform auf die Beine gestellt hat. Die Rede ist von Dr. Michael Reiner, unserem ersten Vorsitzenden. Lieber Michael, wir freuen uns, mit dir zu sein. Kommst du auf die Bühne zu uns? Değerli dostlar, sevgili misafirler, insanlar hayatta arkadaşlarıyla, dostlarıyla birlikte var oluyorlar. Öyle dostlar oluyor ki onlara kardeşlerimden öte diyoruz. Molla Demirel'in hayatında dostları, yoldaşları, arkadaşları oldu. İşte onlardan birini şimdi sahneye davet ettik. Doktor Michael Reiner, Molla Demirel'in 37 yıllık çalışma arkadaşı. Radyo Kaktüs ve Kaktüs Derneği'nin birinci başkanı. Doktor Michael Reiner, seninle aynı dünyada yaşamaktan gurur duyuyoruz. İyi ki varsın. Aynı zamanda seninle Müster'de yaşamaktan da mutlu oluyoruz, mutluluk duyuyoruz. Derneğimizin Kaktüs Derneği'nde çalışmaktan zevk alıyoruz ve onur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Mikrofon senin. Bir teşekkür. Messieurs, dames, je vous salue pour ce soir. Je suis très enchanté de recevoir à cette occasion. My dear friends, I'm very happy to have this evening together with our good friend and old guy, Molla Cetin Demirel. My name, Michael Reiner, I don't understand. Ich habe nicht genau gehört, was er da über mich gesagt hat, aber ich hoffe, es war das Beste, was möglich ist. Und wenn gesagt wird, dass ich der Bruder im Geiste wäre, muss man sich hier so vorbeugen eigentlich? Vielleicht ist es so besser. Man hält mir immer vor, dass ich mich so vorbeuge. Das geht es so auch. Dass ich der Bruder im Geiste zu dir bin, schönen Dank. Das ist eine hoffentlich für dich auch gute Attribution. Literatur kommt nicht vom Himmel. Der Cetin hat in frühen Jahren gut hingeschaut, vor jetzt 50 Jahren, also mit 15, 16, 17, 18, hat er angefangen, die Welt um sich herum anzuschauen, zu beschreiben. Und jeder, der beschreibt, hat auch eine Vision. Und bei dir, Cetin, sind die Visionen, denke ich, sehr früh deutlich geworden und du hast sie nie verloren. Du hast eine Sicht, einen Anspruch an das Menschsein und an den Umgang mit den Menschen, wie es sein soll. Und ein Mensch wie du hast das formuliert und du hast es nicht nur für dich in ein Tagebuch geschrieben oder in ein Poesiealbum für die Schulkameraden, sondern du bist früh damit in die Schülerzeitung, in die Studentenzeitung gegangen. Dass so ein Mensch den Mut hat, sich zu äußern, da braucht man auch welche, die zuhören. Hier sind viele, ihr alle, ihr seid gekommen, weil ihr dem Cetin zugehört habt. Also ich gratuliere dir, Cetin, dass du so viele Menschen im Laufe der Jahre gefunden hast, die auf deine Stimme hören und auf deine Vision. Die Vision ist einfach. Die Vision heißt, wir brauchen eine Lebenswelt der Sympathie, der Gerechtigkeit, des entschiedenen Eintretens für eine lebenswerte Zukunft. Das heißt, wenn man so denkt, dann macht man auch nicht Literatur für Bücher, dann wird man organisiert. Organisiert in der Türkei vor 35, 40 Jahren war gefährlich. Also musstest du die Türkei verlassen. Wir sind froh, dass du es getan hast. So bist du zu uns gekommen. Münster ist ein Einwanderungsland, eine Einwanderungsstadt. Deutschland ist ein Einwanderungsland, schon lange. Endlich wird es ja auch überregional begriffen und durchgesetzt. Wir haben ja auch Politiker, die das verstärken. Verein Radio Kaktus, Veranstalter dieses Anlasses hier, ist ohne Cetin Molla Demirel, aber auch ohne Türkan, Heinrich und andere nicht vorzustellen. Gibt es nicht, gäbe es nicht. Ohne dich gäbe es das hier nicht. An dieser Schule, danke dem Schulleiter, dass man hier sein kann, an dieser Schule, dass da vor 40 Jahren interkulturelle Sprachlernwerkstätten angefangen wurden, wäre nicht denkbar ohne diesen Zusammenfluss von Kraft. Also, diese Worte sind nur ein kleiner Anfang. Ich bin kein Dichter, wie ihr merkt, auch kein Wortkünstler. Aber wir danken für die Vision, die du in den Raum gesetzt hast. Many thanks for the visions that this guy gave to our life.
And we have many to do. Es gibt viel zu tun, um sie weiter zu verfolgen. Schönen Abend allen und weiter so im Einsatz.